Herzlich willkommen und ja, herzlich willkommen zurück, wollte ich eigentlich sagen. Ich habe jetzt nochmal im Wildgebiet rumgegurgelt und da noch einiges gefunden, was mich wirklich interessiert. Zum einen erstmal die Kiste, die ich ja so ausleeren wollte. Und zum anderen nochmal ein paar Artefakte, die ich da gefunden habe. Hab ein paar Verstecke gesammelt und eine Thunder S14, die ich jetzt ab sofort dabei haben werde. Dafür wird die AK verkauft. Ja, mit dem Unterlauf-Grenadierer. Die sind beide ungefähr gleich, aber die hier werde ich verkaufen. So, das verkaufe ich auch. Einen Anzug habe ich auch noch gefunden, das sind drei Stück. Einen hatte ich ja, glaube ich, noch in meiner Kiste, aber naja, erstmal wird verkauft hier. Handeln, okay. Das kann ich nicht verkaufen, das ist ja die kurze Schrotflinte, die gehört ja zu einer Mission. Die TS wollte ich ja, glaube ich, verkaufen. Ja, dich auch. Dich auch, dich auch, dich auch. Granaten hier. Ja, die Munition verkaufe ich auch. Und Handeln. Wunderbar, ja, ihr seht schon, der hat auch neues Zeug bei sich. Sehr interessantes Zeug, meines Erachtens. Aber naja. So. Jetzt wird erst einmal das Zielfern... Oh, warte mal, wobei. Ich habe mir ein Zielfernrohr dran, demnach brauche ich das gar nicht. Hallo, Nadu? Zielfernrohr verkaufen, bitte. So. Die RPG kommt daran. Und das Ding kommt auch hier rein. Okay, dann wird erstmal geguckt, wie viel Kohle habe ich denn ungefähr? 143.000, was hat der Sack da alles so bei sich? Panzerter Kampfanzug? Nee, eigentlich möchte ich das jetzt nicht so unbedingt. Ich warte immer noch auf ein Exoskelett. Allerdings kann ich das Exoskelett gleich woanders kaufen. Das kostet allerdings auch 200.000. Die werde ich mir allerdings auch holen. Okay. Dann würde ich sagen, hole ich mir erstmal ein bisschen Munition für meine TRS. So. Denn mit der Thunder werde ich nicht so extrem viel rumballern, das ist schon mal klar. Aufgrund der Tatsache, ich habe nicht so extrem viel Munition dafür. Das hier kann weg, das hier kann dafür hin. So, ich nehme davon 5 mit. So. Und dann will ich jetzt erstmal mal gucken, was der für Artefakte alles so möchte. Also, gezeichnet. Ja, egal, erstmal so das Direkte. Nun, gezeichneter, jetzt müssen wir uns nur noch um den Schmelzer kümmern. Und den Weg nach Norden freimachen. Bist du bereit, jetzt zu gehen? Ja. Okay, gezeichneter. Du hast den schützenden Prototyp. Du solltest also sofort den Emissionen geschützt sein. Ich habe die Koordinaten des Bunkers. Denk daran, dass der Prototyp dich nicht ewig schützen wird. Du musst den Bunker also so schnell wie möglich erreichen und den Brenner deaktivieren. Ich weiß nicht, was dann passieren wird, aber ich bin mir sicher, dass es das wert sein wird. Mit Sicherheit wissen wir nur, dass die Straße ins Zentrum der Zone offen sein wird. Na los! Du musst nur in den Bunker unter den Antennen eindringen und sie deaktivieren. Bist du dabei? Ja, verstanden. Okay, dann hier ist das Loch von Professor Krugler, bla bla. 5000, geil. Okay, ich brauche einen Auftrag. Fleischklumpen. Ich bin dabei. Den haben wir auf jeden Fall, das weiß ich. Da haben wir ihn ja. Nein, Fleischklumpen nicht. Den hier. Seele braucht er erstmal nicht. So, hier wegen des Auftrags, wunderbar. Forschungsmedkit. Dann nochmal was. Nachtstern. Verdammt. Nachtstern, ich bin dabei. Den haben wir auch gefunden. Der dürfte hier sein. Dann da. Wo haben wir denn den Nachtstern? Ich dachte, wir hätten noch einen Nachtstern. Dornkristall, Dorn. Kein Nachtstern mehr? Das ist jetzt ehrlich gesagt scheiße. Schade. Kein Nachtstern, das gefällt mir gerade gar nicht. Aber naja, egal. Dann werde ich den Auftrag erstmal ablasen. Nicht an. Goldfisch, das kann ich auf jeden Fall. Das habe ich, das weiß ich. Das, da bin ich mir ganz sicher da. Okay, ja, das jetzt dauert jetzt immer ein bisschen, aber wir haben jetzt hier schon wieder, das meinte ich, eine komplette Ausrüstung. Unterlaufgranatwerfer, ein Zielfernrohr, eine TRS und ein Schalldämpfer. Geil, geil, geil. Okay, okay. Was läuft, Bruder?
Okay, das ist die neue TRS, die legen wir mal an. Dann auch den Unterlaufgranatwerfer. Wow, es geht jetzt ab. Schalldämpfer nehmen wir auch. Und das hier auch. Was ist das? Ach so, okay. Dann verkaufen wir die normale TRS. Statt. Warte mal. Ich wollte die doch ehrlich gesagt nicht daran stecken, sondern daran. Okay. So, jetzt haben wir es aber. Ruf da. Dann wollte ich noch die RPGs verkaufen. Für Leute wie dich habe ich immer was Interessantes. Ich bin schon wieder fast voll, ey. RPG weg. Das auch, das auch, das auch. Einfach verkaufen. Und hier vorne haben wir dann gleich den Typen, der seine Schrotflinte sucht. Familiengewehr, bla bla bla, in Ordnung, bla bla. Verdammt. Hier ist dein Gewehr. Okay, 4000 Ocken bekommen wir dafür, ist doch auch was Wunderschönes und. Okay. Das nehme ich mit. Wunderbar. Davon nehme ich jetzt auch wieder einige mit. 10 Stück. Ich schätze, das ist Schicksal. Und dann wäre ich eigentlich schon bereit für den nächsten Bereich, eigentlich. Ich habe genug Munition, ich habe genug Ausrüstung an sich. Ja, gehen wir nochmal kurz zur Arena, gucken, ob wir da nochmal was machen können. Und dann würde ich sagen, gehe ich schon direkt ins nächste Areal. Ich werde nicht die einzelnen Aufträge machen, die man hier noch so machen kann. Das würde das Let's Play nur unnötig in die Länge ziehen. Und wie gesagt, die meisten Aufträge sind eher so gestaltet, dass man nur einen ziemlich langen Weg gehen muss für eine kurze Aufgabe. Okay, ja, ein Kampf für mich. Wunderbar. Ich bin bereit. Okay, ein Gegner in Exoskelett. Das ist natürlich ziemlich krass. Was hab ich für eine Knarre? Ich hoffe, eine gute. Ich hab Granat. Okay. Das ist natürlich wunderschön. Wo ist der Hoden? Da. Ich hab den da gerade gesehen. Komm schon. Ich will, dass du stirbst, Kollege. Und noch eine. Wunderbar, den habe ich. Was hat der für eine Knarre? Boah, geil. Die ist so geil, die Knarre eigentlich. Also an sich finde ich die Knarre scheiße, aber ich weiß nicht. Irgendwie, die hat was. Die hat etwas, was richtig genial ist, finde ich. Aber naja. Und noch ein Kampf. Allerdings werde ich nur eben kurz speichern. Ulk, nicht auf Ulki Autosave, sondern auf Ulki. Ja. Und dann geht's direkt in den nächsten Kampf. Vier Leute im Exoskelett. Das ist natürlich sehr, sehr toll. Ich hoffe, ich habe entweder auch ein paar Leute oder eine verdammt geile Waffe. Erledigen die sich alle gerade gegenseitig? Jetzt sag mir nicht, dass es das war. Wenn es das war, bin ich sehr enttäuscht. Okay, das war es noch nicht. Ja, los, komm her. Das hier kommt jetzt irgendwo von links oder so. Was habe ich gerade gesagt? Okay, das Ding, ja. War es das? Ein. Zwei, drei. Okay, das war es auf jeden Fall noch nicht. Okay, doch. Okay, ja. 10.000, ich habe gewonnen. Ich kann gehen. Wunderbar. Werde ich machen, auf jeden Fall. Okay, dann würde ich sagen, verpiesel ich mich mal. Hier vorne. Wir müssen jetzt. Wo müssen wir denn jetzt trieren? Wir müssen jetzt hier hin, zu den Lagern. Dann haben wir hier ein ziemlich großes Gebiet. Hier vorne werde ich auf jeden Fall hingehen. Das wird sehr viel Spaß machen, das kann ich schon mal sagen. Das Blutsaugerdorf, wie es auch genannt wird. Da können wir einen Granatwerfer finden. Und hier, diese Stelle, dieses Gebiet hier ist etwas, was für mich besonders wichtig ist. Denn wenn wir haben die Möglichkeit, wir können
entweder, wie war das noch? Wir können mit den Wächtern kooperieren und das Lager der Freiheitler vernichten, oder wir können mit den Freiheitlern kooperieren und die Wächter vernichten. Ich werde auf jeden Fall mit den Freiheitlern kooperieren, weil dann kann ich mir wieder interessante Dinge kaufen. Und genau darauf habe ich es nämlich abgesehen. Das wird sowas von spaßig, das kann ich euch schon sagen. Aber richtig.